Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Lebensmittelvergleich hier bei 3xM. Ja, Freunde, was passt am besten zu einem schönen Filmabend daheim vor dem Fernseher? Genau, ein paar leckere Chips dazu essen. Und ich möchte heute Chips testen und vergleichen. Und zwar nicht die normalen Chips, die man so kennt, sondern sogenannte Kesselchips. Die unterscheiden sich zu den anderen Chips in der Form, dass das Herstellungsverfahren etwas anders da ist und vor allem, es werden Kartoffeln genommen, die ungeschält sind. Also mit Schale findet diese Herstellung statt. Werden also gewaschen, geschnitten und geröstet eben im Kessel, ein anderes Herstellungsverfahren. Also sie unterscheiden sich schon in einigen Punkten und natürlich auch so vom Geschmack her. Vom Geschmackserlebnis. Ich habe heute drei dabei, die ich noch nicht kenne. Ich versuche ja immer in diesen Lebensmittelvergleichen, hier in diesen Videos, ja, Dinge zu testen und zu vergleichen, die ich noch nicht kenne. Das klappt nicht immer. Heißt also, wenn ich mal drei Sachen dabei habe, kann sein, dass ein Produkt dabei ist, das ich schon kenne und vergleiche es mit den anderen beiden. Kann schon mal vorkommen. Heute, wie gesagt, die drei kenne ich nicht. Ich habe aber schon mal Kesselchips von anderen Herstellern gegessen, kenne also den Geschmack von diesen Chips, worauf es da ankommt, was mir daran so gefällt, auch im Vergleich zu anderen Chips, zu normalen Chips. Den Unterschied kenne ich schon, aber eben diese drei nicht. Gut, Freunde, fangen wir an. Erst einmal, welche habe ich denn dabei? Ich habe hier zunächst einmal Markenkesselchips und zwar von Funny Frisch habe ich hier eine Packung. Was ich dazu sagen muss, es haben natürlich alle drei die gleiche Geschmacksrichtung, damit das Ganze ein bisschen Sinn ergibt. Ne? Und zwar ist es Sweet Chili. Also so ein bisschen süßlicher Chili-Geschmack. So ein bisschen scharf, aber nicht zu scharf, denke ich mal, sind die. Und so ein bisschen süßlich dabei. Also Sweet Chili ist die Geschmacksrichtung aller drei, die ich hier habe. Also, Kesselchips von Funny Frisch. Dann habe ich von einem Discounter. Und zwar Kesselchips vom Lidl. Auch Sweet Chili Geschmack. Ja, hinten sieht es bei allen eigentlich gleich aus. Hier vor allem bei Funny Frisch kann man schön sehen, das Herstellungsverfahren, wie die ja, hergestellt werden, wie das abläuft. Das ist schön erklärt hier hinten. Das finde ich ganz toll von Funny Frisch gemacht. Dann natürlich auch die Zutaten, in welcher Form sie vorhanden sind und die ganzen ja, Fette, wie viel Gramm und so weiter. Ihr kennt das ja alles, steht alles hinten drauf. Darauf will ich gar nicht so eingehen bei diesen Lebensmittelvergleichen, sonst wird das Video ja viel zu lange. Mir geht es immer hauptsächlich darum, wie gut sind sie, wie schmecken sie, wie sind die Unterschiede. Und ich will hier keine wissenschaftliche Analyse der Inhaltsstoffe machen oder sowas. Ne? Dafür gibt es ja andere YouTube-Kanäle, die sowas machen und andere Sendungen. Das mache ich ja hier nicht. Ne? So, und als drittes habe ich ja, von Kaufland. Die Kesselchips und zwar der Kaufland-Marke. Und hier hinten seht ihr schon, da haben sie gleich ja, mehrere Sprachen angebracht. Finde ich jetzt nicht so gut. Wir sind hier in Deutschland und der Verbraucher möchte auf Deutsch informiert werden über mehrere Dinge. Und hier ist es wirklich nur ziemlich ja, das Wichtigste, aber in unzähligen Sprachen. Da finde ich es halt besser, was hier zum Beispiel Funny Frisch gemacht hat. Schön auf Deutsch den Herstellungsvorgang dargelegt. Und auch hier vom Lidl ist alles schön übersichtlich beschrieben nochmal. Das finde ich besser, als jetzt hier wie bei Kaufland da 1000 Sprachen drauf zu klatschen. Naja gut. Nebenbei ist ja jetzt nicht so interessant. So, fangen wir an. Ja, mit welcher Sorte fangen wir an? Wir fangen mal an, ja, fangen wir mal mit dem Lidl an, mit dem Discounter. Ich mache also die Packungen jetzt frisch auf
damit sie auch ja, richtig knusprig sind, damit sie nicht lange offen rumliegen. Deswegen machen wir die jetzt gemeinsam auf. Es raschelt ziemlich. Ich hoffe, im Ton, das ist nicht zu unangenehm, wenn jemand mit Kopfhörer das Video guckt. So. So, als allererstes mal so ein Geruchstest. Ne? Wollen wir, die Nase spielt ja mit beim Geschmack. Ich muss sagen, sehr lasch. Also eigentlich nach gar nichts. Und wenn ich hier drauf lese, Sweet Chili Style, kross und knusprig im Kessel geröstet, mit Schale geröstet. Naja, also geruchsmäßig überzeugt es jetzt nicht. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Ja, kross auf jeden Fall. Sehr schön kross. Das ist auch so ein Hauptunterschied zu den normalen Chips. Mhm. So, also von der Konsistenz, sprich also vom Biss her. Gut. Und vom Geschmack muss ich sagen, Freunde, es schließt sich an das Geruchserlebnis. Es ist nichts Dolles. Also ich habe schon mal Kesselchips von anderen auch gegessen. Und wenn ich mir die jetzt so in Erinnerung rufe, Freunde, man merkt einen süßlichen Chili-Geschmack, Sweet Chili. Man merkt es leicht. Ja, jetzt so im Abgang wird es ein bisschen schärfer. Jetzt merke ich es gerade so im Hals. Jetzt habe ich so 4-5 gegessen. Ja, die Schärfe kommt jetzt ein bisschen nach im Hals. Aber ich muss sagen, ein bisschen, ich will nicht sagen fad, aber ein bisschen lasch. So im Nachgang kommt ein bisschen Schärfe durch. Was kann ich so sagen, so im ersten Moment? Geruchsmäßig nicht überzeugend. So vom Biss ist es auf jeden Fall ja, gut bis sehr gut. Also sehr kross, sehr knusprig. Definitiv. Und der Geschmack, so lala. Erster Moment merkt man so richtig nichts, aber so im Nachgang, jetzt merkt man ein bisschen die Schärfe im Hals. Ja, mal schauen. Next one würde ich sagen, das war übrigens von Kaufland, wollte ich noch dazu sagen, also nicht von Lidl. Lidl kommt jetzt. Das habe ich verwechselt. So, das ist jetzt Lidl, eben das war Kaufland. Auch dasselbe, vom Geruch her eher lasch, aber was mir jetzt gleich auffällt, deswegen habe ich die gerade nochmal hochgenommen, könnt ihr selbst mal schauen, könnt ihr sehen. Ziemlich helle, seht ihr? Und guckt euch die mal an hier, vom Lidl. Die sind richtig dunkler, definitiv. Schauen wir mal. Also, ich muss sagen, noch eine Spur grosser. Ich dachte schon, hier die vom Kaufland, die sind schön groß, sind sie ja auch. Aber die hier, das kann man auch sehen. Ich zeig's euch mal hier. Ich will mal hier eins vom Kaufland noch nehmen. Hier, guckt euch das mal an. Die sind auch viel grosser geröstet hier. Die hier vom Kaufland sehen ja fast aus wie normale Chips. Ne? Und hier sieht man richtig anders da. Und so beißen die sich auch.
Oh, wow, richtig gut. Jetzt kommt er nebenher auf der anderen Seite hier. Definitiver Unterschied vom Biss her und der Geschmack hier beim Lidl besser. Ich bin ja immer nicht so überzeugt, aber auf jeden Fall kräftiger als diese Laschen vom Kaufland. Ja, sehr gut. Guckt euch das mal an hier. So müssen Kesselchips aussehen. Wir haben ja hier keine normalen Chips, die man hier kennt. Was weiß ich von Chio Chips oder Pringles oder wie man diese Chips alle kennt. Ne? So müssen Kesselchips aussehen und so müssen die sich beißen und eventuell so auch schmecken. Wunderbar. Sehr gut. Im Gegensatz zum Kaufland. So, und jetzt kommen wir zu Funny Frisch. Vorsicht, es raschelt wieder ein bisschen. So. Muss ich doch gerade mal gucken im Vergleich zum Lidl. Ungefähr gleich. Also am laschesten, so vom Geruchserlebnis, definitiv Kaufland. Und hier ungefähr gleich. Nicht super intensiv, aber doch spürbarer für die Nase jetzt im Gegensatz zu Kaufland. So, dann wollen wir mal. Oh, habe ich gleich einen ganz großen hier. Könnt ihr euch mal schauen. Ist wieder heller, merkbar heller. Hier wieder, ja, so haben Kesselchips zu sein, so richtig schön. Den muss man ansehen, dass sie kross sind. Ne? Hört ihr das? Also, ich zeige jetzt noch mal. Dass ich nicht durcheinander komme hier. Das sind diese Lidl. Und die Lidl, jetzt zeige ich euch das mal, im Gegensatz. Na, so. Lidl, deutlich dunkler. Und im Gegensatz haben wir hier Kaufland. Und hier Funny Frisch. Also Funny Frisch und Kaufland, schaut mal, nehmen sich jetzt nicht super viel. Und deutlicher Unterschied hierzu. Ich würde mal sagen, das liegt einerseits daran, dass es eventuell vom Herstellungsvorgang, vom Rösten her, ja, länger gemacht wurde oder intensiver gemacht wurde. Und es liegt eventuell auch daran, dass hier, weil wir haben hier den Geschmack Sweet Chili, dass hier einfach ein bisschen mehr so Chili dran ist, der ja auch rot ist und dem Ganzen vielleicht hier die Farbe gibt. Ne? Könnt ihr gerne mal eure Meinung im Kommentarbereich schreiben, woran das liegen könnte, dass sich hier diese Lidl Kesselchips farblich doch ziemlich abheben. So, jetzt machen wir mal den Dreier, den Dreierdurchgang. Fangen wir an mit Kaufland. Ja, das merke ich sofort. Wenn ich jetzt hier die Lidl und Funny Frisch gegessen habe, jetzt wieder in Kaufland, viel zu lasch, viel zu harmlos im Geschmack für das, was draufsteht. Wir haben hier Sweet Chili. Nee, jetzt machen wir Funny Frisch. Ja, harmonischer vom Geschmack. Gefällt mir besser. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
Und so komme ich jetzt langsam zum Ende. This one, Lidl, Überraschung, Überraschung, richtig gut. Richtig gut, so wie es sein sollte. Geruchsmäßig könnte es auch noch ein bisschen besser sein, ein bisschen kräftiger. Ungefähr auf dem Niveau von Funny Frisch, aber besser als Kaufland. Vom Biss wunderbar, super gut und auch der Geschmack passt. Sorry, aber jetzt, das sind richtige Unterschiede. Der Biss, das Grosse zu Kaufland und Funny Frisch. Das ist ein, so stelle ich mir Kesselchips vor. Und der Geschmack ist auch ein bisschen kräftiger. Also selbst im Vergleich, jetzt haben wir hier nochmal, das ist nochmal Funny Frisch. Und jetzt nehme ich hier nochmal, schaut mal, Funny Frisch, Lidl. So, Kaufland lasse ich jetzt mal schon weg, weil, könnt ihr euch schon vorstellen, dritter Platz heute, Kaufland. Und die beide, jetzt den her. Es ist vielleicht auch eine Ansichtssache. Vielleicht mögen es manche nicht so richtig groß. Aber dann kann ich auch normale Chips kaufen. Ja? Hier so im Kessel geröstete, diese Kesselchips, die müssen einfach, finde ich, einen grossigen Geschmack haben. Gerne mal eure Meinung in den Kommentarbereich. Ich esse ja solche Chips ab und zu. Und wenn ich mir Kesselchips kaufe, dann möchte ich so ein Geschmackserlebnis haben, wie hier bei Lidl. Und somit kommen wir zum Ende. Platz 3. Leichte Enttäuschung. Kesselchips. Geruchsmäßig. Sehr enttäuschend im Gegensatz zu anderen beiden. Finde die Farbe auch ein bisschen blass für die Geschmacksrichtung Sweet Chili. Hat einen großen Biss. Für sich stehend, aber im Vergleich zu den anderen beiden auch zu schwach. Und der Geschmack ist einfach zu lasch. Dritter Platz, Kaufland, Favorites, Kesselchips, Sweet Chili. Nicht so gut. Zweiter Platz, Funny Frisch. Geruchserlebnis, so vergleichbar. Farbe auch ein bisschen zu hell, würde ich sagen, aber der Biss ist krosser als bei Kaufland. Und die Geschmacksrichtung, beziehungsweise der Geschmack, ist ein bisschen intensiver, nicht viel. Da nehmen sich ehrlicherweise alle drei nicht ganz so viel. Also jetzt im Nachgang merkt man es immer, wird es ein bisschen schärfer. Aber es könnte intensiver sein. Aber zweiter Platz, Funny Frisch, Kesselchips, Sweet Chili, Red Pepper. Da ist ja noch Red Pepper drauf, also da stelle ich mir, ja, es ist schon im Nachgang, merkt man schon Schärfe. Zweiter Platz auf jeden Fall. Kaufland würde ich mir jetzt nicht kaufen. Funny Frisch, sage ich mir, zum Filmabend, das geht, das passt, das schmeckt, das ist gut. Aber Platz 1, definitiv, und für mich eine Überraschung, hätte ich nicht gedacht, this one. Von Lidl, die Kesselchips, meine Herren. Ah, schaut mal an hier, herrlich. Wunderbar, wie die aussehen. Und so beißen die sich auch. Also, das hört sich an, als ob ich eine Dachlatte zusammenbeiße. Schmeckt natürlich viel besser. Meine Herren. Also, Geruch. Also, man kann sich es einbilden, wenn dann ein bisschen besser als die anderen beiden. Aber alle drei nehmen sich beim Geruch nicht viel. Könnte intensiver sein. Farbe definitiv hier. Und auch das Ganze, wie das geröstet ist, die Form und alles. Wie man sich es vorstellt. Hier ist sogar dieses Gewürz, geht sogar an meine Hände ran. Man sieht das hier richtig. Ganz toll. Und der Biss. Wunderbar groß. Definitiv besser als die anderen beiden. Geschmack
etwas intensiver als bei Funny Frisch. Ja, also für mich Lidl, klare Kaufempfehlung von den Kesselchips, muss ich wirklich sagen. Meine Herren, hätte ich nicht gedacht jetzt mal. Ja, noch eins. Ja, gerne eure Meinung, Freunde, in den Kommentarbereich. Seht ihr das? Esst ihr solche Kesselchips? Esst ihr normale Chips lieber? Habt ihr von diesen dreien vielleicht schon mal welche probiert? Wie ist eure Meinung zu dem jeweiligen Geschmack, wenn ihr da voll was probiert habt? Gerne in den Kommentarbereich, würde ich mir gerne durchlesen. Für mich die Lidl auf Platz 1, die Funny Frisch auf Platz 2 und die Kaufland auf Platz 3. Und bei dem dritten Platz, Kaufland, muss ich sagen, keine Kaufempfehlung. Weil es gibt ja manchmal bei meinen Lebensmittelvergleichen, mache ich durchaus eine Rangfolge. Und es gibt bessere und schlechtere dann dabei in der Rangfolge. Aber ich kann sagen, dass man alle drei Sachen oder alle zwei oder vier Sachen kaufen kann. Hier muss ich sagen, von Kaufland, die würde ich nicht kaufen. Und der Kesselchips Sweet Chili stelle ich mir was anderes vor. Die Funny Frisch Platz 2 und die Lidl, die kann ich empfehlen zu kaufen. Die erfüllen das, was ich von Kesselchips in der Geschmackrichtung erwarte. Und die Lidl für mich eben etwas besser als die Funny Frisch. Okay, ja, gerne eure Meinung dazu in den Kommentarbereich. Seht ihr es ähnlich? Habt ihr eine andere Meinung? Oder was esst ihr so zu einem schönen Filmabend? Es gibt ja Nachos und Tortillas und was weiß ich, was manche sich bei einem schönen Filmabend da zurechtlegen oder wenn sie ins Kino gehen, sich mit reinnehmen oder was auch immer. Durchaus gönne ich mir ab und zu mal ein paar Chips. Das auf jeden Fall. Und bei Kesselchips eben weiß ich oder freue ich mich darauf, dass sie schön knusprig sind, kross sind, wenn man da reinbeißt, dass richtige Geräusche im Mund sind. Und das ist hier vor allem bei den Lidl Kesselchips gegeben. Auch bei den von Funny Frisch und Kaufland sollte mal ja, ein bisschen Dinge verändern in der Herstellung. Mal so ein bisschen was abändern, weil der große Unterschied von diesen Kesselchips von Kaufland zu den normalen ist minimal und dafür kaufe ich keine Kesselchips dann. Ne? In diesem Sinne, das soll es hier gewesen sein. Bis die Tage, macht's gut und ciao.